Hallo Zwilling, herzlich willkommen bei dieser erkenntnisreichen, für dich als bewusster Mensch, aber auch für dein Unterbewusstsein, ja, erkenntnisreichen Legung. Wir schauen mal, was ist das, was du wissen darfst? Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, Zwilling. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ja, um vielleicht jetzt Hals über Kopf etwas zu machen. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ja, um eine Ameise kaputt zu treten. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ja, um in Depression zu verfallen. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, was auch immer. Pass es bitte immer auf deine jeweilige Situation an. Der Hinweis der Karten möchte dir einfach nur sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt etwas zu machen. Im Grunde bist du schon bereit, ja, für einen Neuanfang. Du bist schon bereit, ja, um das Leben zu ändern. Du bist schon bereit, um gegen viele Machenschaften anzugehen. Aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, okay, um etwas jetzt auf die lange Bahn zu schieben oder etwas Hals über Kopf zu machen. Du bist schon bereit, okay, die richtige Energie zu spüren. Du bist schon bereit, okay, das richtige Verständnis zu haben. Du bist schon bereit, zu vergeben, zu verzeihen. Nur wenn du verzeihst, ja, werden sich die Wege schöner aufzeigen, einfacher aufzeigen und dann wird aus diesem nicht der richtige Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt. Das heißt, schau mal, du bist bereit, ja, und nicht der richtige Zeitpunkt ist genauso zwiespältig wie deine Energie. Der Zwilling, ja, der stur ist, der nicht so kompatibel ist. Und der Zwilling, der wirklich in der Harmonie im Leben ist. Genauso wie deine Energien Konfusionen auslösen können, ist diese Legung auch. Das heißt, ein Teil ist bereit und der andere Teil weiß ganz genau, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und was passiert dann? Ja, man soll warten. Warte noch einen kleinen Augenblick, okay, bevor du eine Entscheidung triffst und dann sei bereit für das Neue, für das Gute, für das Richtige, für was auch immer. Guck mal, beglückende Veränderungen erwarten dich immer und dann, wenn du aus diesem nicht richtigen Zeitpunkt den richtigen Zeitpunkt machst. Wie geil ist das denn? Zwilling, ich würde dir einfach vorschlagen, schreib mich einfach an, okay, für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Viele wisst ihr, ja, ich mache express Notfalltermine für den gleichen Tag noch. In meinen Legungen, hier kann man nicht immer alles das raushauen, was man möchte, aus rechtlichen Gründen auch, okay? Und die privaten Legungen werden euch da definitiv weiterhelfen. Zwilling, ich wünsche euch alles Liebe und wir hören uns. Bye.